Von der Spätrenaissance bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts haben sogenannte Maschinenbücher eine wichtige Bedeutung in der wissenschaftlichen Literatur gehabt. Ein Maschinenbuch, das sich in Bestand der Sammlung Alte und seltene Drucke der ETH-Bibliothek befindet, stammt von Agostino Ramelli. Diese rotierende Lesemaschine ermöglicht das nonsequentiale Lesen von etwa 12 Folianten. Diese quere und parallele Leseart, die von Ramelli schon im 16. Jahrhundert vorgeschlagen wurde, wird heute als Vorläufer des modernen Hypertextes bezeichnet. Computer wurden im Zweiten Weltkrieg viel auch für militärische Nutzung weiterentwickelt und man stellte sich die Frage, was machen wir mit den Computern? Und Vannevar Bush war einer der Pioniere, der damals schon gesehen hat, wo die Reise hingeht. Er hatte die Vorstellung, er nannte es Memex, dass wir alle Informationen, die wir brauchen, am Schreibtisch verfügbar haben, in elektronischer Form oder auf Mikrofilm. Und dass wir auch Inhalte miteinander verknüpfen können, also das, was wir heute Hypertext nennen. Eine der großen Fragen im Information Retrieval ist eigentlich, inwieweit Computer die Inhalte nicht nur durchsuchen können, sondern auch verstehen können. Wir wissen ja schon heute, dass in vielen Fächern eigentlich die Kapazität eines einzelnen Forschers, eines einzelnen Menschen gar nicht ausreicht, die Literatur zu bewältigen, während natürlich Computer quasi unbegrenzt Potenzial haben, Texte und Dokumente zu verarbeiten mit unglaublicher Geschwindigkeit. Ich würde meinen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden wir da sehr viele spannende Entwicklungen sehen.